Das ist hier alles Harley. Das ist Harley. Ja. Wir hatten ja schon mal an dem Motor rumgeschraubt. Damals noch. Ja, wir sollten mal Moin sagen. Moin. Der Kameramann ist wieder da. Wunderbar. Heute wollen wir mal diesen schönen, wunderschönen Harley Sportster Ironhead Motor auseinandernehmen. Wir wollen den nämlich die Zylinderköpfe neu machen. Der soll, also, aufgehübscht werden, ne? Der soll aufgehübscht werden. Mhm. Nur deshalb, nicht weil er nicht läuft, der läuft ja. Der hat ja richtig gut gelaufen. Ja. Wir wollen jetzt, der soll ja nur aufgehübscht werden, damit er in, eine andere, in einen anderen Rahmen reinkommt, ne? Genau, wir haben da schon einen Rahmen in Aussicht. Einen englischen Wasp-Rahmen, das ist so ein Motocross-Rahmen von einem Motocross-Gespann. Und da passt der Motor wunderbar rein. Und da wollen wir denn ein eigenes, ganzes Motorrad mit rausbauen. Bauen wir denn das wieder so um den Motor rum? Ja, wir fangen einfach mal so an. Ja, aber dafür soll er ja schick sein. Ja, aber ein Renner soll das nicht werden, es soll eine gemütliche... Ja, ich sag ja, mehr Fahrmaschine dazu werden. Ja, dann wird es ja halt eine Fahrmaschine. Das ist ja auch kein Rennmotor. Nein. Hier haben wir einen schönen amerikanischen Zollkasten mit Nüssen, 7/16, 1/2 Zoll, 9/16, 5/8, 11/16. Hast du den extra einfliegen lassen? Nee, den habe ich damals schon gehabt. Ach so. Den habe ich geschraubt, wie ich hier den aus den Heli-Motor gebaut habe. Da sind ja auch viele amerikanische. Und auch den Koslowski-Motor, den haben wir auch damit geschraubt. Und hier haben wir noch ein paar Zollschlüssel. Ja. Die habe ich schon mal rausgesucht. Viel die größer soll, brauchen wir auch gar die nicht. Die sollten dann auch passen. Oh, hier ist viel Zahn. Das passt doch hier. Hast du hier auch viel Zahn? Was war das? 7/16? Ja. Mal gucken. Oh, passt. Wie Sau. Ja, wo fangen wir denn mal an? Guck mal. Hier. Ich muss die Ölleitung ab. Eigentlich ja doof, dass man den jetzt auseinandernehmen muss, ne? Weil der so schön gelaufen hat. Mhm. Was sagt ein altes Sprichwort? Never touch a running system. Aber wir können ja wieder nicht hören. Von alleine wird er aber auch nicht schick, oder? Nee. Oder sollen wir den einfach so übersprühen? Nee, das sieht ja nicht aus. Das sieht nicht aus, ne? Ich mag die Dinge ja so gerne im Stand hören, ne? Ja. Das ist echt gut, ne? Mhm. Oder kann man nachher auch schönere Schrauben nachher nehmen und so. Die muss man mal gucken, dass man da gute Schrauben kriegt. Der kommt ja schon runter hier, guck mal. Der Deckel hebt sich ab. Ja, den hätten wir mal auf OT drehen müssen. Ja, oder die Ventile einfach entspannen. Guck mal, der war noch nie auseinander, glaube ich. Du. Sieht alles noch so gut aus. Da werden wir beim Zusammenbauen auch mal einen Drehmomentschlüssel ansetzen müssen, ne? Ja. Guck mal hier. Das sind die Kipphebel. Ja, und dann drückt er hier mal drauf. Und hier auch bestimmt. Und. Das ist ja auch ganz simpel gemacht. Ja. Und schön mit der Dichtung hier, ne? Wie, echt gut. Ohrringe sind da drin, ne? Darf man nachher nicht wieder vergessen, die müssen da rein. Guck mal, da auch, ne? Macht der auch was dicht? Nee, hier eigentlich nicht. Der macht das kein Ohrring, das ist flach. Nee, so. Das ist nur so. Guck mal, jetzt können wir die Stößel hier so mal rausnehmen. Das ist viel einfacher. Sollen wir die markieren? Braucht man das nicht, wa? Normal nicht, die werden ja eingestellt. Ich habe das immer so gemacht, wenn ich was auseinandergenommen habe. Normal lege ich das auch immer so hin und markiere. Wir können doch was draufschreiben. Tut uns ja nicht weh, oder? Nee, genau. Das wäre denn... Ich mach das hier mal trocken. Obwohl, die müssen auch poliert werden noch, die Stößelrohre. Wer war das denn hier? Wer ist er denn? Das ist hier eins, ne? Auslass vorne, würde ich sagen. Einlass. Einlass vorne? Oder soll ich 1, 2, 3, 4 machen? Ja. Hier oh. Ist 1. Gucken wir uns im Film dann an, ne? Das ist 2. Gut. Ich mache dasselbe hier nochmal. Oh. Guck mal, die Ölleitung kann ich auch abnehmen. Hast du bei diesem auch schon gelöst? Ja. Okay.
Brauchen wir diese Schrauben nachher hier eigentlich oder können wir da auch normale nehmen? Da kann auch wieder andere rein. Die da sind hat irgendwas dran gesessen, ne? Ja, brauchen wir ja nicht mehr. Nee. Irgendwas war hier schon mal aus dem. Achso, hast du die schon mal gelöst gehabt hier? Ja, die hatte ich schon mal los. Da waren die Zündspule dran. Achso. Das ist auch komisch. Die ist abgerissen. Abgeflext. Nö, abge. Hier ist noch eine, die hast vergessen. Nee, gelöst ist sie. Echt? Guck. Habe ich gar keine Angst vor, sowas auseinandernehmen. Nee. Modus Motor, ne? Das ist wie Lego. Ja. Ja, ab und zu muss man nur mal gucken, bevor man. Ist immer doof, wenn irgendwas auseinanderfällt. Ja. Und dann auch so wie hier die Nocken. Ja, oder wenn irgendwo Federn drin sind und Kugeln und. Ja, ja. Fliegt der Mist auseinander. Interessant. Ob man die jetzt auch so aufsetzen kann? Ja. Das glaube ich. Nee. Doch, glaube ich, ist alles egal. Nein, das ist die Ölleitung hier verkehrt. Ja, die Ölleitung, aber ansonsten würde. Ja, aber ansonsten würde. Würde gehen, ne? Ja. Na? So, das ist 3 hier. Na. Das habe ich mir gedacht. Du hast ja ganz rohen Kopf gekriegt. Da war auch ein bisschen Drehmoment hinter. Die sind richtig fest, wa? Ja, es geht. Hältst du nochmal? Güte, hab ich immer noch einen roten Kopf? Knack, ja. Es ist auch warm hier. 100 Newtonmeter. Ja, stimmt. Auf der kurzen Knarre. Aber das alles noch abwärkt, diese Dichtung, das sieht man noch. Mit diesem Silikon. Ja, der hat noch nicht viel. Nee. Viel erlebt. Das sind aber auch Monster, wa? Meine Güte. Gibt es da auch so eine Dehnschrauben? Bei so einem Motorrad? Das kriegen wir zu sehen. Ja. Das sind aber keine Dehnschrauben hier, oder? Dann müsste die Dehnschrauben sind immer so ein bisschen dünner hier. Da ist ja. Nee, das sieht nur so aus. Nee. Ne? Auch wohl nicht. Nee. Das kriegen wir doch wieder raus, ne? Jo. Jetzt muss ich erstmal die Ansaugbrücke hier ab. Wie kriegt man die eigentlich ab, wenn man die Köpfe nicht abnimmt? Gar nicht, oder? Doch, da sind hier so. Huch. Ach so, das sind so eine Schellen und das sind so Halbschalen. Guck mal, so kann man die abmachen hier. Und die sind ja nur so mit Gummischelle hier zusammen. Ach so, dann ziehst du die jetzt aus diesem Gummiräumel da raus. So, und der kann jetzt so. Na, einfach ist das denn auch nicht, wa? Oh, auch kein Spielkram, ne? Toll. So, hast du die Unterlichtscheibe? Jetzt sieht aber schon ganz schön armselig aus, der Motor. Hier fehlt mir eine Unterlichtscheibe. Ja? Die haben doch alle eine. Ach nee, hier. Ha. Nee, fehlt mir nicht. Da, nehme ich da rauf. So. Wo fangen denn die Köpfe an und wo hören die auf? Du siehst ich würde sagen hier. Ja, da.
Brech mir bloß keine Rippe ab. Jawohl. Oh, ein paar. Oh. Guck dir mal so einen Kopf an. Nein. Wie viel Luft da noch ist. Da ist noch Luft nach oben. Du, guck mal, was der für eine Nase hat. Da kommt der, du. Oh. Nasenkolben. Alter Schwede, du. Oh, und dann so ein großes Auslassventil, du. Ne, Einlass. Einlassventil, ja. Den müssen wir so ein bisschen mit Vorspannung gleichmäßig schön raufziehen nachher beim Festmachen. Ja. Ne? So wird der abgenommen. Guck mal, um wie viel Grad die versetzt sind. Die sind fast beide auf OT. Und das ist ja das voll das Harley-Prinzip. Dies, wie der so läuft, ja, der Motor. Ne? Da kann man das mal genau sehen. Guck mal, und der komisch, dass man das auch hört. Ne? Ja, das läuft ja so ein bisschen so ein, nicht ganz gleichmäßig. Ja, ne? Genau. Wolltest du die als auch lose nehmen? Ja, die wollen die auch neu strahlen und schwarz machen neu. Ja. Und dann kann man hier auch am Gehäuse schön alles sauber machen. Dann nehmen wir die Kolben, glaube ich, auch ab. Mal gucken. Aber ist schon Wahnsinn hier, ne? Ja. Eine hohe Verdichtung so, ne? Wenn die so, dass da so reinpasst, genau. Und dann für die Ventile hier die Aussparung so. Ja, im Prinzip ist das ja nichts anderes, als wenn er flach wäre und es ist... Und die Kalotte ist anders, ne? Das ist anders, aber das haben sie ja wahrscheinlich so angefertigt extra, damit die Ventile so stehen können. Ja. Aber haben wir nun einige so, ne? Hält's nochmal fest? Ja. Aber ich finde, auseinanderbauen macht auch Spaß, aber zusammenmontieren macht auch Spaß. Oh, noch wenn alles nachher schön ist. Das macht so viel Laune, ne? Ja. Ich finde immer zusammenbauen. Neue Dichtung. Und saubere und dann, Finger. Ja. Und dann alles schön neu lackieren. Ja. Ne? Was macht man mit solchen Modellen, damit die wieder hübsch werden? Die müssen man alle zum Verchrom geben. Wenn man die jetzt lackiert, gehen die weg. Ne? Aber man kann die so gold eloxieren, gibt es ja auch. Könnten wir die auch mit der Messinggeschichte machen? Gold machen. Ja? Ja, hält nicht ganz so lange. Aber das fällt nicht ab bei manchen Schrauben. Nee, das könnte man machen. Wo tust du die denn hin? Ich habe die jetzt erstmal hier vom Bauch noch. Wir können die ja nachher wieder aufdrehen. Ja, das ist eine gute Idee. Aber alle Gewinde noch richtig schön, denn nichts kaputt und so. Aber nicht mal die Scheibe da unter, ne? Ja. Da sind die Amis aber auch sehr sparsam. Du, da hat aber auch keiner schon mal dran rumgeschraubt. Nee, wir sind, glaube ich, die Ersten. Wir sind die Ersten, die alles zerstören. Das wissen wir, wir machen es gut. Ach, ist da noch einer? Ja. Schlagschrauber. Ja. Die will nicht. Ist die bockig? Ja. Oh, die kommt sich. Die ist ja schon lose. Ja, aber er kommt da schlecht ran. Deshalb bist du auch auf der Seite. So, welchen nehmen wir denn zuerst? Die sind ja ganz schön fest, ne? Ja. Willst du mal mit dem Holz gegenhauen? Ich zieh noch mal. Ich glaube, da kam was. Oder? Mach noch mal. Oh! Er ist lose. Ist lose. Oh, die Dichtung hat sich verabschiedet. Oh, der hat Kompression. Boah. Guck mal. Wattenloch. Ich schreibe hier mal die 1 drauf, ne? Ja. Aber das bringt mir nichts, weil wir den ja strahlen. Aber den können wir hier immer noch mit dem Draht einen Zettel ranmachen. Ne? Ja. Aber die Kolben nehmen wir auch ab, finde ich. Ist dein Motor, ne? Ja, nee, weil zum Bearbeiten. Ja, ist das schöner. Ja. Ne? Sollen wir diesen auch noch mal versuchen? Mit meinem Trick hier? Ja, mach mal. Ja, gut. Zwei so eine fetten Kolben.
Und also das sind ja auch. Boah, guck dir mal die Kurbelwelle an. Irre, ne? Gewaltig, du. Beide da so. Ja. Was ist da von der Belastung auf dem Bolzen drauf, ne? Ja. So, jetzt würde ich sagen, wenn wir die Kolben ab, wa? Die Ringe kann man ja drauf lassen, ne? Mhm. Wollen wir mal gucken. Geil, ne? Das war richtig noch dicht. Alles noch schön. Ja. Da, leichte Schleife. Ja, ein bisschen hat er gelaufen, aber ich glaube nicht viel. Das sieht alles noch gesund aus, wa? Mhm. Hast du eine Zange da? Ja, was für eine, denn so eine Spitzklappe. Ja. Ach, mit so, ja, sowas habe ich. Da. Mit Löchern drin. Ja, genau. Die muss ich mal in Halle 1 gehen. Ist der Weg weit? Du, auf dem Weg zur Halle 1 könnte ich ein Bier holen. Glaubst du, das liegt nicht direkt auf dem Weg, ne? Ja, so einmal so. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich würde sagen, ich könnte da auch hinlaufen, das Bier holen, aber ich weiß nicht, ob die Kiste alle ist. Nee, da ist noch was drin. Oh, gut, dann hole ich das Bier. Dann hole ich die Zange. Gut. Gut. Guck mal hier, ich habe hier so ein Dreier gespannt. Ja. Wenn wir die Kolben raus haben, dann trinken wir. Genau. Erst die Arbeit und dann. Das. Mal gucken, ob das die Zange nicht vielleicht. Soll ich da mal ein bisschen ableuchten? Ja, vielleicht nicht. Ich muss einmal ein bisschen abölen hier. Gucken, wie es hier aussieht. Ah, oh, da sind. Nee, die passen nicht. Da muss ich ganz kleine. Muss ich nochmal in Halle 1 rüber. Oh. Die sind zu groß hier. Die. Hast du die falsche Zange? Ja. Habe ich denn zumindest das richtige Bier? Ja. Ich habe mal sicherheitshalber mal ein ganzes. Ach so, du wolltest nicht öfter laufen, wa? Nee. Oder wolltest du nur zeigen, wie viele Zangen du hast? Wollte ich auch mal zeigen, wie viele Zangen ich habe. Ich habe auch noch mehr. Ja, das. Aber das sind die Auseinanderzangen. Wir sollen ja zusammen Zange haben. Hm. Ich schätze. Und die kann zusammen hier. Und die ist richtig. Und die wollen wir gucken, ob die funktioniert. Guck dich das an. Ist sie draußen? Noch ein Stück? Jetzt? Gut, jetzt. Oh Mann. Tu ich hier auch hier rein, wa? Mhm. Gut. Oh, lassen wir so stecken, ne? Kein Spiel. Du. Sollen wir den mal so ein bisschen markieren, dass das ja. 2 und E. Wieso E? Einlass. Ach, hier Pfeilrichtung. Nee, kannst auch E, das kannst auch Einlass aufschreiben bei der 2. Dann ist das so rum, ist Einlass. Ah, ja. Und wenn du so rum hast, wäre es Auslass. Ja. Ne? So, dann wollte ich mal versuchen, den hier nochmal rauszukriegen. Soll ich dir den Weg leuchten? Ich habe ihn, glaube ich. Ja. Ah. Richtung. Wie weit muss ich? Ja, noch ein Stück. Gut. Jetzt? Ja, ist draußen. Ist draußen. Da muss man ganz vorsichtig sein, wenn man das mit dir so mit zum raushaut. Ja. Damit du da nicht. Du bist ja mehr vorsichtig. Ich bin da die vorsichtige Person. Noch ein Stück. Na, dann da ist er. Ja. Gut. So, den beschriften wir jetzt auch noch. Mit 1 und E, ne? 1, E. Wie Einlass. Wie Einlass. Das können wir uns noch hier im Video ja angucken. Zylinder 1, Einlassventil. Wir fragen, das Einlassventil ist ja gar nicht da. Boosten 1, hier, der ist 1. Dieser ist 2. Das will doch gar nicht rein. Nee, weil hier oben Ölkohle ist. Die muss von unten reinpacken. Ja, die packen wir daneben. Oder so.
Wieso ist der eigentlich. Und wieso ist der hier oben kleiner? Wie da? Oft so, dass die zylinderisch. Ja. Also. Konisch gebohrt. Aber so viel auch, ne? Der hat hier ja. Der hat hier richtig lose. Mhm. Ja, aber hinter den Ring wird es wahrscheinlich wieder. Ja, wird es wieder groß sein, ne? So. Ja, das ist schon faszinierend hier, ne? Mhm. Das mit den. Soll ich mal drehen, die Kurbel, Wille? Ja, ich mach mal. Geil, ne? Das Prinzip ist irre, ne? Ich meine, da haben die sich auch wirklich was bei gedacht, ne? Aber weißt du, wie das ist beim Sternmotor, der 9 Zylinder hat an einer Kurbelwelle? Das ist ja auch verrückt. Das habe ich noch nicht gesehen. Ne? Das Prinzip, das musst du dir mal angucken. Echt? Muss ich das? Nee, weil ja, du kannst es nicht erklären, nee? Wie so ein Sternmotor funktioniert. Also das ist schon irre. Das muss man sehen. Aber ich finde das schon irre. Und das ist ja nicht so, dass das jetzt, das ist ja langlebig. Die laufen echt lange, die Motoren, ne? Mhm. Das ist kein Sheet. Das ist kein Sheet, nee. So, mehr will ich eigentlich gar nicht auseinandernehmen. Ich würde das jetzt hier versuchen, die abzudichten. Ja, wolltest du die jetzt noch abhaben? Guck mal, dass die beide unten sind. Ja, die müssen ab, damit man hier schön sauber machen kann. Die ab, dann kommt die Lichtmaschine ab und den Steuerdeckel ab. Ja. Aber dann fallen uns die ganzen Nockenwellen drauf. Das ist egal. Wir wissen ja genau, wie es so funktioniert. Ja, mit diesen ganzen Ausgleichsscheiben und so. Aber das kann ja, da kommt ja überall eine vor. Ja. Ha! Bevor wir jetzt irgendwas machen, ne? Aber wie kriegt man den Andi, so, bevor wir jetzt irgendwas machen, ne? Was denn? Ah! Mensch, wir haben ja. Ich hab da mal was geholt. Und ich reite mir dann nachher die. Ja, aber da war ja nur so, das hat nur gejuckt. War ein Jucker. Hier, Kameramann. Hau weg. Hier, Andi. Hau weg. Ja. Ach, ist gar nicht. Hier übrigens, ne, wenn ihr die Flaschen auch kauft im City-Großmarkt oder so, da gibt's das ja. Hier steht extra drauf, leere Flaschen offen lassen, sonst steht hier Tellerlippe. Also die Brauerei freut sich darüber, wenn die Flaschen offen abgegeben werden. Weil die haben extra einen eingestellt, dafür, der die Flaschen immer aufmachen muss wieder. Ja, aber wenn wir die jetzt offen zurückgeben, wird der arbeitslos. Aber ich will eigentlich eher der Brauerei was Gutes tun. Ja. Eins, zwei, drei. Geil. Wie in der Flens-Werbung. Eieiei. Prost, Kameramann. Wir im Norden können was. Ja. Prost. Ach, herrlich. Guck mal, das ist gar nicht mehr so viel dran am Motor, ne? Nee, jetzt nicht mehr. Aber ich möchte den nicht gerne noch weiter auseinandernehmen. Ich will das ja jetzt, dass das sauber wird hier. Wie kriegt man das bloß hin, du? Ich bin gerade hier das abkleben, ne? Geil wäre doch, wenn du hier so einen Deckel machen würdest, ne? Mhm, aber sind ja die Pleulen. Ja, der müsste so. Oder absägen, die Pleulen halt wieder ranschweißen. Löten. Löten geht auch. Löten. Ja, aber wenn du jetzt so einen Deckel hast, der hier. Eine Aussparung hat. Eine Aussparung oder ja. so ein Überdeckel. Deckel auf den Deckel. Der so aussieht. Mhm. So ein Beulendeckel. So ein Beulendeckel, eine Kelle. Eine Suppenkelle. Ja. Mit vier Flanschlöchern. Genau. Ja. Ja, da müssen wir nochmal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber das wäre am schönsten, wenn man den abschrauben, dann könnte man auch schön alles. Mhm. Hier darf ja kein Dreck reinkommen. Ja, dann müssen wir den tatsächlich auseinanderbauen. Ja. Ja, und der Primärdeckel hier? Da kommt ja nicht viel Dreck. Das ist ja. Ja, ne? Das macht man nachher alles sauber. Deshalb, ich bin auch noch am Überlegen, ob wir die jetzt abbauen oder nach dem Sauber machen. Wenn wir es sauber gemacht haben, dieses kriegst du ja relativ einfach abgedichtet. Wenn wir den jetzt abnehmen, ich weiß nicht, wie das da unten aussieht. Mhm. Ja, dann ist kriegen wir die raus? Nö. Nö. Das gibt ja schon welche, die haben hier Hydros drin. Hydrostöße. Neumodischen Kram. Das hat der nicht hier. Nee. So wie hier könnte man ja jetzt die so eine Ölleitung einfach so ein Gewinde draufsetzen wieder, ne? Ja, oder einfach mit dieser Krepp schön zu. Das wäre ja die einfache Version, ne?
Aber hier wäre, das wäre gut, wenn man hier was baut, glaube ich. Mhm. Das wäre echt gut. Ja. So, dann nehmen wir jetzt diesen Deckel ab. Oder sollen wir vor dem Sauber machen und den Deckel danach abnehmen? Dann kleben wir hier ab, machen hier jetzt was und ja, dann versuchen wir den Motor mal sauber zu machen. Ja, wie denn? Guck mal, das ist ja Farbe, die da drauf ist. Das ist ja... Wie willst du den denn haben? Soll der wieder in Schwarz oder wie willst du das eigentlich? Ja. Oder sollen, willst du den nur erstmal sauber haben? Ich würde sagen, wir machen das wieder schwarz. Aber der Deckel muss richtig schick wieder. Ja. Also muss man hier so mit der Polierscheibe so über alles die Farbe abmachen und dann malen wir den neu schwarz an. Ja. Es gibt ja Trockeneis. Ja, aber dieser Dreck fliegt ja auch überall hin. Da ist ja überall dieser Druck drauf mit Trockeneis und es fliegt ja auch überall hin. Musst du auch abkleben. Ja. Also ich würde sagen, Trockeneis kriegst du auch die Farbe nicht runter, ne? Nee. Ich weiß auch gar nicht, ob wir müssen erstmal sehen, wenn das ganze Öl und so ganze Rotz runter ist, wie das denn aussieht. Ja. Also ich würde sagen, du baust hier irgendwas. Das würde ich gut finden. Ich baue wieder was. Ja. Ein Stück Pappe. Nee, zwei Pappkarton. Ein Flachblech, ja, wo wir eine Dose oben drauf löten. Aufwendig, ne? Aufwendiger ist, wenn wir den Motor nachher auseinandernehmen sollen. Ja, das wollen wir nicht. So, jetzt schrauben wir den mal wieder zusammen, weil hier. Ja. Nee, dann werden wir das nämlich jetzt so machen. Den werden wir mit Bremsenreiniger sauber machen, ne? Erstmal. Ja. Damit ich will eigentlich nur, dass der Motorrumpf wieder schön schwarz lackiert ist. Da gibt es ja so eine schöne hitzebeständige Farbe. Dann ist er wieder richtig schön schwarz. Und die Außendeckel, hier der, den müssen wir nachher nochmal abnehmen. Ja. Denn wenn wir das richtig strahlen wollten, dann müssten wir den Motor komplett auseinandernehmen, dass alles weg ist. Ja, das wünsche ich nicht. Wenn wir das machen würden, dann würde ich auch das Motorgehäuse so alumäßig polieren. Ja. Aber ja. Ich finde das auch gut, wenn er so schwarz ist. So, ich habe die jetzt wieder fest. Denn es bringt ja nichts, wir machen da jetzt so einen Aufwand von. Und hier stopfen wir Lappen rein, da kann auch nichts passieren. Nein, da passiert ja sowieso nicht viel, weil wir ja so vorsichtig sind. Vorsichtig. Ja. Nee, und die Zylinder, die mache ich so mit Holzbrettern hier so richtig. Deckel drauf, unten und oben, verschrauben und dann werden die gestrahlt. Ja. Und dann kommen die mit Zylinderlack, werden die schön angestrichen. Wo hat er schon? Hab ich schon. Ja. Gut. Ne? Wir müssen so eine Wanne haben, Jörg. Ja, wir müssen jetzt gleich mal eine größere Pause einlegen, so eine kleine größere. Du musst so mit dem Hund raus, ne? Ich muss mit dem Hund raus, dann muss er ein bisschen hier Futter kriegen. Ja. Ich kann mich auch mal um Heine kümmern. Ja, und dann nehme ich. Ich habe so eine Wanne zu Hause. Ja, nimmst du die mit? Nehme ich mit. Bisschen Bremsenreiniger? Ja. Habe ich im 30-Liter-Kanister. Da könnten wir ihn so versenken drin. Rein, so eine Badewanne. Hast du jetzt meinen Putzlappen da reingesteckt? Ja. Wo ich meine Hände mal mit sauber mache? Oh, dann kannst du wieder einen neuen nehmen. Da. Ah. So, dann packen wir das aber alles mal weg hier, die ganzen Sachen. Ja. Das Licht kann auch raus. Die kommt ja gar nicht von der Harley Davidson hier. Das kommt. Die ist hier noch von der Norton. Ja. So, aber bevor ich abhaue, trinke ich das Bier aus. Ich auch. Und dann kümmere ich mich mal um Heine und du kümmerst dich um den Hund. Ja. Und dann machen wir nachher gleich weiter. Heine hat auch noch nichts zu essen gekriegt, glaube ich. Gut. Waren dieses die Kerzen von dem Jahr? Ne? Ja. Dann sagen wir mal bis später. Ne? Gut, Jörg, machen wir. Bis gleich.